InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Nach dem erfolgreichen Messefrühling setzt die Messe Ried mit dem nächsten Höhepunkt fort. Vom 24. bis 26. März findet die 15. Sportmesse in Ried statt. Sie wird gemeinsam mit dem Sportland Oberösterreich veranstaltet. Auch heuer werden wieder viele Sportarten im Mittelpunkt des Geschehens stehen. Dazu Messedirektor Helmut Slessak. Die 15. Sportmesse, eigentlich die Slessak-Messe. Naja, nein, es ist eine Messe der Messe Ried. Richtig ist, dass ich sie damals ins Leben gerufen habe, dass natürlich da mein Herz an dem Sport hängt und vor allem auch in diese Richtung, dass es mir ein Anliegen ist, die Menschen und auch die Kinder mehr zu bewegen, weil ich glaube, das ist ein Problem, was wir alle spätestens jetzt angehen müssen, weil die Wohlstandserkrankungen sind ja nicht im Abnehmen. Ried nennt sich ja auch Sportstadt. Zu Recht, aus meiner Sicht. Wir haben einen Bundesliga-Verein im Fußball, wir haben einen Bundesliga-Verein im Volleyball, wir sind bei den Tennisdamen in der Bundesliga dabei. Also das ist natürlich, was einmal den Spitzensport betrifft. Und es gibt in Ried ganz, ganz viele Sporteinrichtungen. Also es kann sich jeder, der will, kann in Ried viel machen. Stars sind immer wieder gefragt. Man darf das zwar nicht überhäufen, weil es sehr kostenintensiv ist, aber es werden auch Stars hier sein. Ja, natürlich. Es ist immer ein bisschen von Training und von Trainingslagern abhängig. Besonders freut es mich heuer, wir haben ja das erste Sportforum in Ried, was sich an Managern, Funktionäre, an PR- oder Marketingmitarbeiter wendet. Und da wird unter anderem der Peter Stöger, 65-facher Teamspieler, Sportdirektor, erfolgreicher Trainer in Köln und Dortmund, wird unter anderem im Sportforum da sein und auch zum Thema mit Teamgeist zum Erfolg seinen Vortrag halten. Sport ist immer sehr jugendbetont. Wenn man aber so über 50 ist, wie kann man sich dann sportlich hier bei der Sportmesse betätigen? Ja, ich glaube einmal, dass über 50 nichts anderes ist wie über 30. Es geht darum, dass man erstens im Kopf jung bleibt und dass man sich gern bewegt. Und dann sind natürlich viele Sportarten noch möglich. Es werden wahrscheinlich mehr die Ausdauersportarten sein und nicht die Stop-and-Go-Sportarten, einfach aus Verletzungsanfälligkeit. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an den Löffler Messelauf denke, wo man schon 4 Kilometer Strecke auch gibt, kann man teilnehmen. Man kann mit Freunden laufen beim Teamlauf. Also da ist auch sehr, sehr viel möglich. Wenn wir schon Löffler genannt haben, wie sieht es mit Sponsoren aus? Also bei dieser Messe natürlich ganz, ganz wichtig, weil wir den Vereinen und Verbänden großteils die Flächen kostenlos zur Verfügung stellen, weil uns ja das ein Anliegen ist, dort die Leute und die Sportler hinzubringen. Deswegen Sponsoren ganz wichtig und Gott sei Dank durch unser jahrelanges Netzwerk und die persönlichen Kontakte sind wir hier da wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und auch viele Riederbetriebe unterstützen uns da. Für die Projektleitung ist wieder Fabian Berneder verantwortlich. Die 15. Sportmesse, Fabian Berneder, eine Erfolgsgeschichte. Definitiv. Und mich freut es jetzt da wieder nach Corona und nach dem letzten Jahr, was ja doch an der Kippe gestanden ist, ob wir es machen dürfen oder nicht, dass wir wieder bummvoll sind. Also von der Halle 12 bis zur Halle 19 bis 50 Sportstationen wird es wieder geben bei der Sportmesse. Die Erfahrung zeigt, welche Bewerbe sind die beliebtesten, das heißt, wo auch das meiste Publikum daran teilnimmt. Ja, grundsätzlich natürlich das Fußballturnier am Samstag, Sonntag, Wenzel-Schmidt Street Soccer Turnier ist sehr, sehr beliebt, eh klar. Aber was wir da in den letzten Jahren geschaffen haben mit den Messeläufen, am Samstag mit dem Kinderlauf und am Sonntag mit dem Löffler-Messelauf, ich glaube, das ist schon einzigartig da bei uns in Oberösterreich. Die großen Highlights dieses Mal an den drei Tagen? Ja, es wird erstmal einen Yoga-Tag geben am Samstag, der was im Eintritt inkludiert ist. Und ich glaube, ein großes Highlight wird in der Halle 17 auf 1000 Quadratmeter, wird es rein um das Thema Tanzen gehen, weil Hip-Hop und Breaking wird ja 2024 olympisch. Und wenn man da ein bisschen so sagt, was die Leute so drauf haben, das ist, glaube ich, wirklich ein großes Highlight. Das heißt, da kommen Turniertänzer, da kommen Akkreditierte hierher nach Ried? Ja, also es ist am Freitag ist offen für alle, aber natürlich für die Schulen, weil da gibt es einen kostenlosen Eintritt für alle Schulen, aber auch für alle anderen. Samstag, Sonntag gibt es dann verschiedene Cups, da kommen dann die Profis. Wichtig ist natürlich auch, die Jugend an den Sport zu gewöhnen, näher heranzubringen.
Ja, von dem her, das ist ja unser Ziel, genau wegen dem machen wir es ja auch. Aber ich glaube, es ist nicht nur wichtig, die Jugend dazu zu bringen, sondern auch dann nachhaltig dabei zu behalten, weil das merken wir bei uns beim LRG. Das ist einfach schwierig, dass man dann, wenn es in die höheren Schulen gehen, studieren gehen, dass man es auch beim Sport beibehalten bzw. beim Verein beibehalten. Das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die was wir uns noch stellen müssen. Mehr als 50 Sportstationen wird es wieder geben. Fitnessprodukte, neue Sportstationen noch nicht. Dieses Jahr eine eigene Tanzhalle mit Hip-Hop und Breaking mit mehreren Nachwuchsbewerben, wo wir hunderte Teilnehmer erwarten. Sportbewerbe natürlich, sportmotorische Tests, also es ist sehr, sehr viel. Sportmesse Ried vom 24. bis 26. März.